Heute bin ich hier für euch mal wieder in der Erlebniswelt Gruselabyrinth NRW in Bottrop und treffe hier Geschäftsführer Holger Schliemann und versuche ihn mal so ein bisschen auszuquetschen über die neue Hauptattraktion Phantom Manticore. Und ich bin mal sehr gespannt, ob wir da vielleicht was herausfinden, was andere noch nicht wissen. Also ich würde sagen, kommt mit und dann werden wir es herausfinden. Hallo Holger, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen über Phantom Manticore, die neue Hauptattraktion hier, zu erzählen. Um was handelt es sich hier in der neuen Show? Ja, also wir gehen ganz neue Wege mit dem Grusel-Labyrinth. Mit Phantom Manticore ist es so, dass wir das erste Mal eine Hauptattraktion präsentieren, die zu einem großen Teil eine Kriminalgeschichte erzählt, also wo das Publikum quasi interaktiv Rätsel lösen muss. Das heißt, wir haben einen fast echten Fall aus dem Jahr 1928 in einem alten, verlassenen Hotel. Und dort gab es ganz gruselige Vorfälle, die aufzuklären sind fürs Publikum. Wird es denn dafür dann extra bauliche Veränderungen geben müssen oder gibt es irgendwelche Veränderungen auch, die vielleicht untypisch, sage ich mal, fürs Grusel-Labyrinth sind? Ja, auf jeden Fall. Also wir müssen in der gesamten Hauptattraktion werden eigentlich alle Räume entkernt, fast alle. Und die Dekorationen und Kulissen werden alle verändert und angepasst auf die neue Geschichte. Die Labyrinthe, die werden auch komplett rausgerissen und neu gebaut. Es gibt sicherlich ein paar Veränderungen, die ganz spannend sind. So ist es zum Beispiel so, dass wir unsere Labyrinthstrecken viel intensiver ausgestalten, als es bislang war. Das waren ja oft so richtig komplette Dunkellabyrinthe. Das wird jetzt anders sein. Auch die Übergänge zwischen den Showräumen werden noch aufwendiger sein als früher. Ja, und was auch noch anders ist, dass wir insgesamt versuchen, mehr auf Authentizität noch mehr Wert zu legen. Also klar, wir erzählen auch hier wieder so eine Fantasy-Märchengeschichte, aber die Story soll sich sehr echt anfühlen, so als wenn man echt im Jahr 1928 ist. Das fängt an mit den Kostümen, die sehr originalgetreu auf die Zeit gemünzt werden. Es geht auch über die Architektur, die Gestaltung der Showräume, die mit sehr viel Überlegung so gemacht wird, dass sie möglichst authentisch ist. Und das ist das, wovon wir uns viel versprechen, dass die Show insgesamt noch cooler wirkt als die jetzige. Es gab ja vor einigen Wochen auf eurer Facebook-Seite so eine Fragestellung, ob es interessant wäre, wenn es auch eine Ü16-Version geben würde. Gibt es diese Version jetzt bei Phantom Manticore oder beziehungsweise wie wird das denn aussehen? Ja, es ist also tatsächlich so, dass wir arbeiten jetzt ja quasi am letzten Feinschliff der Show und es wird diese Ü16-Variante geben. Und das heißt aber nur, dass sie zum Teil angeboten wird. Also das heißt, wir bleiben bei dem normalen Konzept, dass es die familienfreundliche Variante gibt, die ab 8 Jahren ist. Und dann gibt es halt noch später am Abend als Special-Variante zu bestimmten Einlasszeiten da halt die Ü16-Variante. Und dann gucken wir einfach mal, wie es so ankommt und entscheiden dann, wie oft die Ü16-Variante angeboten wird. Darüber hinaus übrigens auch noch eine Variante ganz ohne Schocks, die wir immer sonntags in der ersten Stunde anbieten, beziehungsweise in der ersten halben Stunde anbieten wollen. Also für diejenigen, die das Grusel-Labyrinth gerne mal besuchen wollen und so wahnsinnig Angst haben, sich zu erschrecken, die dann sich nur die Theaterinszenierung anschauen möchten, das geht zukünftig auch. Was soll ich sagen? Also die Ü16-Variante ist schon hauptsächlich, also der Unterschied ist hauptsächlich der, dass wir Dinge zeigen, die in der normalen Variante nicht zu sehen sind, die wirklich nicht für Kinderaugen geeignet sind. Also blutüberströmte Leichen, Teile, sehr aufwendig gestaltete Figuren, die sehr echt wirken, wo einem schon so ein bisschen schlecht werden kann. Also das macht die Geschichte natürlich auch noch realistischer, weil das schon sehr, sehr, sehr grauenhafte Ereignisse waren, die in dem Hotel sind. Aber die sind in der normalen Variante dann letztendlich für die Kinder nicht zu sehen, nur in der Ü16-Variante. Aber der Schockfaktor, sage ich mal, ist nicht groß unterschiedlich zwischen diesen beiden Varianten, weil man da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel mehr machen kann. Außer natürlich, dass unsere Erschrecker wissen, okay, es sind jetzt keine Kinder in der Gruppe, ich kann noch ein bisschen mehr Gas geben, das wird schon passieren. Gut, ihr seid ja jetzt gerade mitten in der Umbauphase. Warum lohnt es sich eigentlich dann auch in dieser Umbauphase zu euch zu kommen? Denn ihr habt ja auch ein spezielles Angebot in dieser Umbauphase. Genau, also Umbauphase heißt nicht gleich, dass wir geschlossen haben, sondern wir haben auch weiterhin geöffnet. Wir haben ja als Erlebniswelt inzwischen mehrere Attraktionen, deswegen kann man uns auch während der Zeit besuchen. Schacht 13 des Horrorlabyrinths zum Beispiel hat während der Zeit geöffnet und hat auch nur während der Zeit jetzt mal exklusiv die Möglichkeit, dass man dafür ein Einzelticket lösen kann, um den Schacht zu besuchen. Dann haben wir
unsere Magic Quest Adventure Rally. Das ist die Attraktion, wo man hier draußen in Bottrop von Station zu Station fährt oder auch geht und auch so Fantasy-Darstellern begegnet und so eine Schnitzeljagd für Erwachsene machen kann. Das ist sozusagen die Ersatzhauptattraktion während der Zeit. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Das ist eine ziemlich coole Sache, gerade jetzt im Sommer draußen, macht schon echt Spaß. Ja, und was natürlich auch noch ganz wichtig ist, wir haben die Möglichkeit fürs Publikum geschaffen, Teil der neuen Hauptattraktion zu werden. Das heißt, es gibt eine kleine Preview im ersten Showraum der Hauptattraktion, wo man schon so ein bisschen reinschnuppern kann. Was passiert da genau? Worum geht es in der Story? Da wird es ein bisschen intensiver schon verraten. Und da kann man sich dann fotografieren lassen. Da haben wir so alte Mäntel aus den 20er Jahren und alte Hüte und solche Sachen. Und die Gäste können sich fotografieren lassen und werden dann nachher, also alle, die während der Zeit kommen, auch als Bilder in dem alten Hotel aufgehangen und Teil der Attraktion werden. Das ist der Plan. Wow, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr cool an. Dann erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit und für das Interview, Holger. Sehr gerne. Und ihr habt es gehört, wenn ihr jetzt demnächst mal Lust habt, nochmal rüberzukommen in das große Labyrinth, könnt ihr das natürlich sehr, sehr gerne machen und während der Umbauphase dann auch Teil der Hauptattraktion werden. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall richtig cool. Holger, wann wird denn ungefähr die neue Hauptattraktion starten? Ja, nicht nur ungefähr, die wird ganz genau am Freitag, den 13. Juli starten. Traditionell, wir starten immer am Freitag, den 13. Da geht es dann wieder los. Also bis zu den Sommerferien ist jetzt dann quasi die Umbauphase und dann ab den Sommerferien starten wir wieder richtig durch. Sehr cool. Also ihr habt es gehört, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich denke dann auch zur Premiere werde ich auch mal einen Besuch hier wieder abstatten und mal schauen, wie sich Phantom Manticore sich dann auch am eigenen Körper anfühlt, da durchzugehen. Yeah. Ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und sage auf bald, euer Kmetsch. Ciao.